Aber das Ding, also ist auch so eine Spiele, werde ich hochladen. Nicht nur aktuelle Sachen oder so. Umso breiter der Kanal aufgestellt ist, glaube ich, umso besser ist das, ne? Alter, Pistole. Ach ja, stimmt. Besser. Aber lad erstmal deine Waffe nach. Hm. Nee, du musst mit der Pistole, weil sonst levelst du die nicht hoch, ne? Also dann kriegst du ja das andere Ding nicht. Stimmt. Diese Waffe, da ist noch so ein Zombie. Muss die ja freischalten, ne? Ja. Wo ist er denn hier? Ach da. Da ist noch eine Saatmutti. Die mache ich erstmal platt. Oh ja. Jawohl. Oh. Das ist aber auch geil. Eine geile Idee, dass man sagt, mit der Einwaffe muss man halt ein paar Zombies töten oder was weiß ich, um irgendwie höher zu leveln. Gar nicht verkehrt. Ja, das stimmt. Aber es gab es bei Remnant doch auch so ähnlich, ne? Und hier drinnen gibt es dann auch gleich Munition. Ah, super. Ist gar nicht so schlecht, die Pistole. Ja. Also, ich Also, wo gibt's denn? muss auch mal zu dir kommen. Na, musst du nicht. Ich will Munition haben. Ja, die gibt's hier. Sogar zwei ganze Kisten, einmal hier draußen. Oh. Dazu. Was bei Remnant das gute Yo Wash war, ist hier die Kisten. Hier, wo ich hingucke. Ach so, da. Ah. Gut versteckt. Ja, und hier drinnen gibt es auch noch eine Kiste. Weiß nicht, wie viel Munition du hast. Also für die Pistole habe ich 27 Schuss. Ah, hier ist auch. Ah, super. Dann haben wir es, ne? Du musst ja noch viele Zombies töten. Naja, 1000 Erfahrungspunkte sind schon. Ja, da hast du welche. Oh. Ich muss sie mal Sehr aufs gute Arbeit. Gewehr umschalten, weil ich hätte keinen Schuss mehr. Genau. So, zack. Hier gibt es doch bestimmt auch Zombies drin. Geht nicht auch. Ich habe so viel Videos eigentlich schon. Da könnte ich bestimmt ein paar Sachen zusammenschneiden. Ey. Tausend Tode in Remnant oder so. Definitiv. Jo. Jo, wasch. Genau, gutes Eisen. Mein erstes ungarisches Wort. Komme ich irgendwann in. Ah, hier, warte mal. Dann komme ich irgendwann in Ungarn an und sage immer: gutes Eisen, gutes Eisen. Denken die bestimmt, ich habe einen Schaden. Jetzt muss ich aber hier weg, sonst. Genau. Oh, jetzt haben wir ihn. Alter, der ist aber gut.
Ja, komm ruhig raus. Komm, komm, ja. Ja, gibt's. Ja. Alter. Sehr gut. Scheiße, wenn er gerade nachlädt und dann. Ja. Oh, da ist noch ein Zombie. Ey, bleib stehen. Genau, dich meine ich. Schön, wenn man gerade schießt und er sich umdreht. Und man voll daneben ballert. Ja. So gehört sich das. Oh. Noch so ein Dicker. Jetzt ist er hinüber. Mhm. Oh, jetzt habe ich noch. Oh, hier ist. Ach, hier gibt's einen. Ist das ein Geheimgang oder? Ja, da kann man runterfahren. Wollen wir mal runterdüsen? Ja, probieren. Ich weiß nur nicht, ob man. Doch, man kann selber runterfahren. Oh. So, dann kannst du ja nachkommen, glaube ich. Oder? Okay. Da hast du den Fahrstuhl. Oh. Dankeschön. Das ist ja schön. Hier kann man sich verstecken. Hier gibt es bestimmt auch so. Hier gibt es Munition. Oh. Munition. Oh, hier ist auch noch mal Pistolenmunition gewesen. Oh, sehr gut. Nehme ich mir da auch was. Oh, ich kann hier nicht da lang. Ich kann ja die Kiste auch plündern. Hm. Oh. Das ist schon nah dran, ja, oder? Oh, da hinten brennt es. Ich glaube, der hat da was geworfen, kann das sein? Ich weiß nämlich nicht, von wo die nah die sind. Auf jeden Fall sehe ich da keinen. Ne, ich auch nicht. Na gut. Wir können ja auch in die Richtung laufen, wo es nicht geballert wird. Ja, genau. Und einfach mal ein paar. Du hörst es auf jeden Fall besser mit deinen Kopfhörern. Naja. Oh, eine Saatenmama. Mhm. Und ein Feuerteufel. Oh nein. Oh, sehr gut. Jo. Genau, das A-Team. Auf jeden Fall. Ja, ohne Flux, keiner macht diese Bosse da irgendwie. Das ist Yeah. Yeah. Oh
Mein Charakter ist auf jeden Fall auch ein Raucher. Wenn ich lange laufe, dann wird die Lunge angezeigt. Oh. Ach, meine Schwester hat sie im Fitnessland jetzt angemeldet. Ich dachte, ihr wolltet schon im Dezember zusammen hin. Ja, aber das hat durch meinen Opa nicht geklappt. Oh. Dienstag hat sie jetzt das erste Training. Weil das war ja so, meine Schwester hatte halt immer frei und ist dann immer mit zu meinem Opa ins Krankenhaus gefahren. Ich musste ja zwischen den Jahren arbeiten. Und wenn ich dann frei hatte, sag ich mal, bin ich ja auch mitgefahren. Und hat sie am 6. wie gesagt so Probetraining. Oder besser gesagt die erste Einweisung, ne? Aber Mitglied ist sie schon. Hat sie auch so ein 2-Jahres-Scheiß da abgeschlossen, oder? Genau, für 19,95 €. Alter, voll teuer. Ich finde, es ist echt besser, so einen 10er mehr zu bezahlen und dann kann man immer raus. Ja, also das, diese andere Mitgliedschaft kostet irgendwie 39 € jetzt mittlerweile schon. Echt? Nicht 29? Nee, dass man die jetzt monatlich kündigen kann. Und da hat meine Schwester... Ja, und da hat meine Schwester auch gesagt, dass es das lohnt sich dann halt nicht. Aber momentan kann ich das echt gut nutzen, weil mein Vater ja meine Schwester auch mal von der Arbeit abholt meistens. Oder wenn mein Bruder das Auto nicht hat, fährt sie selber. Und dann können wir halt bei meinen Schichten momentan noch das ganz gut nutzen. Ja, das stimmt. So, ich hab ganz viel Munition. Ah, gut, weil ich hab nämlich keine mehr. So. Hinter dir auch noch. Oh. Das Gesundheit. No, ach, Pistole habe ich ja auch gekriegt. Gut. Ja. Ja, ich brauche auf jeden Fall einen Motivator, dass man zu zweit hingeht, ne? Ja. Aber ob das denn hinterher, wie lange das anhält, ist so die Frage, ne? Ich meine, du hattest ja mit Dimo auch am Anfang große Motivation. Mal gucken, wie lange. Ja gut, mit Dimo, das war blöd, weil wir so selten gehen konnten wegen den Schichten. Ja, das stimmt. Also das war eigentlich dann nix. Ich glaube auch, wenn man die gleiche Schicht hat oder so, ist das gar nicht verkehrt. Ja. Das warst du, ne? Ja. Ja, so ein paar Zombies erschieße ich auch, die du überlässt. Ja. Da kriege ich auch ein paar Pünktchen. Ich frage mich auch, ob man für das Pferd Punkte kriegt. Oh ja, das ist eine gute Frage. Alter, wer Schwein hier rumhängt. Ey, Silvester war ich ja bei meinen Eltern, ey, die draußen die Straße, die haben geböllert, sag ich dir. Da war ein Haus mit irgendwie 26 Jugendlichen oder so. Die haben so viel Party gemacht. Alter, der hätte echt gebraucht, ne? Ja, deswegen konnte ich gar nicht auf deine Party antworten. Aber ja. Also das war, wir standen so draußen, die waren halt alle am Knallen. Und dann wurden das immer mehr. Und das ist so ein Haus bei meinen Eltern da in der Nähe. Und ich gucke so, ich so, Alter, das ist ja so, erinnert mich an die Partys früher, die wir mal gefeiert haben, so als Jugendliche. Mhm. Da hab ich mir aber gedacht, Alter, wie passen denn diese ganzen Menschen da an das Haus rein, ey? Alter, richtig geil.
Aber hier war doch noch ein Zombie, oder? Ja, hier. Pistole wieder nachladen. Ah, Pistole hat 0 Schuss. Hast du nichts mehr? Nö. Das war's. Ich habe jetzt noch 5 Schuss Gewehr. Sehr gut. So. Gucken, vielleicht finden wir hier ja auch noch mal was. Ich spring mal den Dicken hier weg. Oh ja, ich helfe mit. Wenn es nicht wirkt, dann... Doch, das hilft immer. Ja. So. Vielleicht ist hier ja auch noch Munition oder so. Das kann auch sein. Gucken wir mal. So. Alter, ich glaube, dieser Typ ist in der Nähe. Da blitzt es hier ganz in unserer Nähe, wenn du E drückst. Oh, okay. Warst du das? Ja, ich habe geschossen und ich wurde von einem Zombie angefallen. Ah. So, hier gibt's doch Gesundheit, falls du was brauchst? Nee, im Moment nicht. Der eigentlich hier lang. Der Typ. Alter, der ist ja fast weg. Oh, ich habe jetzt nichts mehr. Keine Munition. Absolut nichts? Nichts, null, nada. Das ist natürlich heftig. Ja. Ja, sonst können wir ja auch rausrennen, ne? Jo, können wir auch machen. Ich will noch mal kurz gucken. Es kann sein, dass er hier vorbeikommt. Hm. Den müsste ich doch eigentlich sehen. Alter. Du bist ja da oben. Ich guck mal hier hinten. Oh, das ist gut. Ich guck mal hinterm Zaun hier. Ein geiles Gefecht, was ihr euch liefert. Ja, aber es bringt ja nichts, weil ich sehe ihn nicht mehr. Ah, jetzt nicht. Das ist ja keine Muni, das ist scheiße, ne? Ich habe eine Munitionskiste gefunden. Oh, super. Jetzt muss ich nur mal nachladen. Ich bin gerade über den Zaun geklettert, dass die Zombies mich nicht kriegen. Aber ich auch weiß nicht. Auch gar nicht, wo du... Ach, du bist da weiter unten. So, ich mache jetzt hier noch einen Zombie fertig. Aber ich habe hier auch nur noch 2 Schuss beim Gewehr. Ja. Okay, mehr kann ich auch nicht. Achso, siehst du den Typen immer noch? Ja, die sind hier vor mir, ne? Der ist zwar jetzt im Busch, aber die bewegen sich nicht. Hm. Ich meine, wir können ja auch abhauen, also. Warte, ich kann dich ja mal mit unterstützen. Du siehst ja, wenn du E drückst, wie es vor uns blitzt, die sind direkt hier vorne. Mhm.
Ach, jetzt sehe ich ihn wieder. Okay. Jetzt ist er wieder hinterm Busch verschwunden. Jetzt wäre eine Sniper echt gut. Ich gucke mal, ob ich eine von der Seite rauslocken kann. Ich weiß zwar nicht genau, wo er ist, aber ich schieße mich. Ah, jetzt weiß ich, wo er ist. Auf jeden Fall. Scheiße, jetzt bin ich tot. Ja. Meine ganze Arbeit umsonst. Ich werde dich wiederbeleben, keine Sorge. Alter, dieser Sack, ey. Wo ist er hin? Scheiße. Na gut. Hat sich echt gut versteckt, der Junge. Ja. Ja, wenn ich dich wiederbelebe, werde ich wahrscheinlich auch sterben. Oh ja, das ist nicht gut. Ich sehe ihn nicht. Ah, rechts, wa? Oh, scheiße. Alter, ich treffe gar nichts. Das ist ganz schön heiß hier. Die Temperatur steigt. Drei Wettertaft. Wobei, die Arbeit ist nicht umsonst, weil die Punkte kriegst du ja trotzdem für die Pistole. Ja, klar. Aber auch nur Spaß. Ich habe ja selber gesagt, so, ich mach mal mit. Oh, oh, jetzt, jetzt von da. Also sind die zu zweit, ey. Oh ja. Die treffen echt gut, ey. Mhm. Die durch den Baum schießen. Ja. Alter, das gibt's doch gar nicht. Warum treffen die denn immer? Du hast doch auch super getroffen. Ja. Aber die treffen halt besser. Was? Alter, wie oft muss man den denn treffen? Hm, der hat bestimmt irgendein Mod oder so. Alter, Mistvieh. Ja, gut, sehr gut. Scheiße. Ey, aber wie oft muss man den denn treffen?